Wasser findet jedes Mal seinen Weg. Ressourcen schützen, Gemeingut bewahren. Unter diesem Motto steht das 10-jährige Jubiläum der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V., kurz AÖW. Für die Festveranstaltung am 30. März 2017 bietet die Messe Wasser Berlin international den passenden Rahmen. Als die AÖW vor 10 Jahren gegründet wurde, brauchte die kommunale Wasserwirtschaft eine starke Stimme und eine eigene Lobby. Privatwirtschaftliche Betreibermodelle standen zu der Zeit im Fokus von Politik und Kommunen. Wichtig war ja für uns auch, dass unser Thema öffentliche Trinkwasserversorgung auch erstmal bei den Entscheidungsträgern, bei den Abgeordneten und bei den Regierungen ankommt. Eben nicht nur wie damals, privat kann alles besser, sondern eben zu sagen, auch die Kommunen, öffentliche Wasserwirtschaft, wir können es mindestens so gut, aber wir sagen heute, wir können es schon etwas besser. Aus der Sicht der Mitglieder der AÖW hört sich das wie folgt an. Ich bin aus Marburg, vertrete die Stadtwerke Marburg hier und wir sind 100% kommunal in allen Sparten und wir haben ja seit 2001 oder seit der Liberalisierung der Strommärkte und auch immer wieder der Versuche im Bereich auch der Wasserprivatisierung jetzt mehrere Wellen gehabt, wo es immer wieder darum ging, ja, unsere Daseinsvorsorge und unser kommunales Handeln auch zu untergraben. Und von daher ist es uns ein großes Anliegen, mit einem Verband zusammenzuarbeiten, der uns natürlich auch den Rücken stärkt und wo wir gemeinsam stark sein können und dort auch die Interessen gemeinsam mit den Bürgern, auch das ist sehr wichtig, zu vertreten. In Vorträgen und Diskussionsrunden werden die Anliegen der öffentlichen Wasserwirtschaft thematisiert. Dabei ist es wichtig, die internationale Dimension des Themas im Auge zu behalten. Knappe und verschmutzte Wasserressourcen sind Hintergrund von Elend, Krieg und weltweiten Migrationsbewegungen. Wir haben weltweit eine doppelte Krise. Es gibt eine ökologische Krise und damit verbunden eine Verringerung der Trinkwasserreserven. Der Bedarf ist höher als das Angebot. Wir können nicht sicherstellen, dass wir wassergerecht teilen. Wir müssen damit rechnen, dass mehr Menschen aufgrund von verseuchtem Wasser sterben werden. Das passiert nicht nur in den armen Ländern. Es ist wichtig zu wissen, dass wir auch in den reichen Regionen wie Europa oder Nordamerika all jenen das Wasser abstellen, die es sich nicht leisten können. Wir müssen es zu einem fundamentalen Prinzip machen, dass niemand sterben muss oder seine Kinder sterben sieht oder für Wasser betteln muss. Wasser muss ein fundamentales Menschenrecht sein. Die AÖW nutzt den Tag nicht für selbstzufriedene Reflexionen über das Erreichte. In der ersten Diskussionsrunde Wasserwirtschaft in der öffentlichen Hand und alles Paletti stellte sich der Verein der öffentlichen Wasserwirtschaft kritischen Positionen. Die Wasserwirtschaft in öffentlicher Hand muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Dazu gehört ein breites Nachhaltigkeitsbild, einschließlich der Wirtschaftlichkeit der Erbringung von Dienstleistungen. Das gehört auch dazu. Und da reicht es nicht aus, nur zu sagen, wir wollen keine Privatwirtschaft. Immer wieder steht auch die internationale und europäische Dimension der Wasserwirtschaft zur Diskussion. Die AÖW will und muss sich auf europäischer Ebene Gehör verschaffen. Die öffentliche Wasserwirtschaft darf nicht unter die Räder privatwirtschaftlicher Interessen kommen. Nur ein Beispiel für die komplexen Themen. Da geht es ganz konkret um die Frage, wie dürfen Dritte seitens der Kommunen eingeschaltet werden, um Wasserdienstleistungen wahrzunehmen. Wenn man, die Überschrift heißt Konzessionen, wenn man eben Konzessionen beabsichtigt zu erteilen, war die Absicht bei der EU, das nur nach entsprechender Ausschreibung zu tun zu dürfen. Und das hätte sehr schnell dazu geführt, dass man in Deutschland von der bisherigen Haltung der öffentlichen Wahrnehmung dieser Dienstleistung abgekommen wäre. So haben wir also da jetzt in den nächsten 2-3 Jahren noch eine Möglichkeit, unsere Position zu sichern, denn dann kommt das in die Wiedervorlage. In der zweiten Diskussion, Hüter des Wasserschatzes, treten wir auf der Stelle, werden Interessenskonflikte zwischen der Landwirtschaft auf der einen und der Wasserwirtschaft auf der anderen Seite diskutiert. Die AÖW arbeitet seit Jahren an diesem Thema, um die Interessen der öffentlichen Wasserwirtschaft zu vertreten. Er muss sich darum kümmern, dass in der Landwirtschaft eine andere Landwirtschaftspolitik greift, die mit weniger Dünger auskommt und trotzdem gesunde Pflanzen hat und
Das ist eigentlich der Stichpunkt. Die diffusen Einträge von Nitrat und auch von den Pestiziden ist die größte Gefahr für unsere Wasserversorgung. Die Festveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der AÖW macht deutlich, dass die öffentliche Wasserwirtschaft auch in Zukunft eine starke Lobby brauchen wird. Unser Ziel ist, dass Wasser in öffentlicher Hand bleibt oder vielmehr die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Wir kämpfen gegen Privatisierung. Wir wollen dadurch, dass es in öffentlicher Hand bleibt, garantieren, dass jeder Zugang hat, dass es günstig ist und dass es auch sauber ist, eben von Qualität her. Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft hat eine klare Botschaft. Wasser ist keine Handelsware, es ist die Grundlage allen Lebens. Deshalb muss Wasser geachtet und geschützt werden.